morning, everybody. Thank you for... Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind heute Morgen bei dieser Konferenz. I will speak in German, so you need a... Ich werde auf Deutsch sprechen. Sie brauchen also eine Verdolmetschung. Ist möglich. Das ist die Grundbotschaft von uns allen. Liebe Gäste, dieses Ziel verbindet uns. Und es ist machbar bis 2030. Liebe Gäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von Frau Kalibati bis Bill Gates, heute ein weltumspannendes Netzwerk in dieser Konferenz. Karin Smaller, Magdalena Skipper, Professor Braun, Professor Banerjee, Dr. Badriani, Dr. Torero, Jutta Urpilainen, unsere Kommissarin, allen herzlich willkommen. Die heute präsentierten neuen Forschungsstudien zeigen, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Das sagt sich so einfach, aber das ist eine grandiose Aussage. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Welche Maßnahmen dazu notwendig sind, das erfahren wir heute. Durch die Fachleute, durch Sie, durch die Ergebnisse der Studie. Ich bin sehr gespannt und ich sage Ihnen zu, diese Studie zur Grundlage der weiteren Politik in Deutschland und der Europäischen Union zu machen. Denn entscheidend ist bis heute, es fehlt weltweit der politische Wille zur Umsetzung und Durchsetzung der Maßnahmen. Die notwendigen Investitionen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen, das SDG 1 und SDG 2 Ziel zu erreichen. Die Ausgangslage. Dem Erfolg sinkender weltweiter Hungerzahlen in den letzten 30 Jahren. Das war ein großer Erfolg seit 1990, fast eine Halbierung der Hungerzahlen, stehen jetzt in den vergangenen Jahren wieder steigende Zahlen entgegen. 800 Millionen Menschen derzeit. Die Corona-Krise könnte weltweit 120 Millionen Menschen zusätzlich in Hunger und Armut stürzen. Die Corona-Krise ist in den Entwicklungsländern längst zu einer Hunger- und Armutskrise weiterentwickelt. Zur Herausforderung Hunger gehört auch die dramatische Zahl von bis zu 1 Milliarde Kinder und Menschen, die fehlernährt, mangelernährt sind, mit allen Folgen, die wir kennen. Dennoch, die Studie gibt Anlass zu Optimismus. Der Planet Erde, Mutter Erde, hat schon heute das Potenzial, 10 Milliarden Menschen satt zu machen. Hunger ist aber auch eine Frage von Armut. 70% der Hungernden leben auf dem Land, sind Kleinbauernfamilien. Liebe Gäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu meinen Schlussfolgerungen, zur Einleitung für diesen spannenden Vormittag. Erstens, die Weltbevölkerung wächst dynamisch. Jedes Jahr um 80 Millionen Menschen, 2/3 davon in den Entwicklungsländern. Afrika wird sich bis 2050 bevölkerungsmäßig verdoppeln. Die Weltbevölkerung wächst dynamisch und die Menschen brauchen zu essen. Zweitens, die Ressourcen des Planeten werden knapper. 10 Millionen Hektar, das ist in etwa die Hälfte der Nutzfläche, der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland, geht jedes Jahr verloren. Durch Erosion scheidet aus der Produktion. Wir haben es mit Wasserknappheit zu tun und einem Klimawandel mit dramatischen Auswirkungen, auch und gerade für die Produktion von Nahrungsmitteln in der Landwirtschaft Afrikas, aber auch Südamerikas oder in Indien. Drittens, angesichts dieser Prognosen einer wachsenden Weltbevölkerung
brauchen wir eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um ca. 60%. 60% auf den vorhandenen Böden mit den vorhandenen Ressourcen. Und das ist nur möglich, wenn viertens die Land- und Ernährungswirtschaft weltweit und insbesondere in den Entwicklungs- und Schwellenländern, in unseren Partnerländern Priorität erhält. Und dazu brauchen wir eine weltweite grüne Agrarrevolution. Und wir brauchen die Einlösung des G20 und G7-Versprechens mit einer Verdoppelung der weltweiten Mittel von 15 Milliarden auf 30 Milliarden, das Welthungerproblem zu lösen. Mit zusätzlich 50 Milliarden jährlich, so die Studie, bis 2030 ist eine Welt ohne Hunger möglich. Man fragt sich, warum tun wir es nicht? Diese Summe muss schwerpunktmäßig auch von den Entwicklungsländern investiert werden. Und das ist ganz zentral. In den Entwicklungs- und Schwellenländern muss das Thema Land- und Ernährungswirtschaft zum Thema Nummer eins auf der politischen Agenda werden. Das ist möglich. Es muss investiert werden in eine Vielzahl von Maßnahmen. Ausbildung, Technologie, Saatgut, klimaresistentes Saatgut, Klimamaßnahmen im Großen, Wasser, Zucht. Die Studie wird hier bei den Maßnahmen sehr präzise. Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen es, was zu tun ist. Aber Wissen ist nicht genug. Man muss auch handeln. Wir müssen es tun. Deutschland geht voraus. Und für mich als Minister ist eine Welt ohne Hunger das Ziel Nummer eins. Wir setzen Akzente und zeigen, wie es geht in 15 landwirtschaftlichen Innovationszentren. Im Kleinen zeigen wir in afrikanischen Ländern und in Indien, was im Großen auf diesen Kontinenten passieren kann. Von heute, von dieser Konferenz, muss eine Signalwirkung ausgehen. Sie alle, die jetzt anschließend sprechen werden und heute uns im Netz zuschauen, Sie alle sind Pioniere, Motoren dieser Bewegung. Und wir müssen uns auch für die Zukunft vernetzen und noch stärker unterstützen. Die notwendigen Maßnahmen von den Regierungen und den Entscheidern der Welt einzufordern. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Vielen herzlichen Dank.